Das Elsass und Baden-Württemberg, sie teilen sich etwa 179 Kilometer Grenze. Die Theatergruppe Bal Novo setzt gezielt mit der nachbarschaftlichen Beziehung der beiden Regionen sich auseinander. BA steht für Baden und AL für Alsass. Wie diese kulturelle Auseinandersetzung aussieht, das zeigt der folgende Beitrag. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, der Türkei, Marokko und Brasilien. Das Theaterensemble Bal Novo vereint Nationen. Genau das ist das erklärte Ziel der mehrsprachigen Schauspieler. Grenzen überschreiten und Brücken schlagen. Und um die Neugierde an der Kultur des Nachbarn zu wecken, inszeniert die Gruppe vor allem gemischtsprachige Stücke. Auch wenn wir zum Beispiel die Stücke bauen, so deutsch-französisch, dann ist immer unser Ziel, auch wenn man kein Französisch kann, dass man alles versteht. Ist auch ein kulturpolitischer Auftrag oder ein politischer Auftrag, den wir bekommen haben für unsere Arbeit. Das Ganze wird finanziert hauptsächlich vom Land Baden-Württemberg zur Völkerverständigung zwischen Deutschen und Franzosen. Gegründet wurde Bal Novo 2005 als deutsch-französisches Projekt. Inzwischen ist es multikulturell geworden. Also wir wollen es noch mehr ausbauen zu einem wirklich breiten interkulturellen Projekt. Das heißt, die Arbeit ist deutsch-türkische Arbeit, eben auch deutsch-russische Arbeit. Wer diese kulturelle Brücke gerne beschreiten möchte, kann dies zum Beispiel ab dem 17. November tun, wenn das Ensemble in einer Koproduktion mit dem Theater Ravensburg ihr Stück Affaires d'amour aufführt. Deutscher und französischer Schlager und Pop mischen sich in einem Sommerstück, das der kalten Winterzeit gehörig einheizen soll.